meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander. Hier mal ein kleiner Einblick in ein Experiment von mir. Und zwar habe ich 12 von meinen Schuldiefs gebaut und wollte einfach mal sehen, wie die Spannung der Batterie sich verhält. Wir gucken jetzt erstmal bei dem, was ihr im Video schon gesehen habt, das Grüne. Muss noch Minus. Ja. So, bei dem, also warum ich euch das jetzt zeige, ich will euch was erklären. Und zwar ist ja was ganz Komisches. Die Batterie habe ich gestartet mit 1,338 und hier sind wir bei 1,333. Ich hatte es versucht im Video zu zeigen, aber weil ja dann das Messgerät drin ist, ist alles wieder anders. Also abgestimmt zieht die Schaltung 0,01 mA und die zieht 0,02. Ne? Also die zieht mehr laut Messgerät. Die fällt, naja, ziemlich langsam halt. Ich denke mal, das ist so gepimptes Joule-Tief. Das Interessante ist aber, wenn ich jetzt hier messe, also das war Start 10.02. und das war 30.01. Ne, das hatte ich zuerst gebaut. So, jetzt gehen wir mal hier ran. Jetzt muss ich halten, sonst fällt es runter. Und hier ein Plus. Sind wir bei 13.26. 13.26 hatten wir am 30.12. beim Antlem gemessen. Dann war es nochmal kurz gestiegen. Und na, jetzt sind wir im Endeffekt, wo wir angeklemmt haben. Ne? Also es ist schon übelst krass. Obwohl es eigentlich mehr zieht, fällt die Batterie langsamer als bei der. Und gefühlt ist die auch heller geworden, die LED. Ne? Ganz am Anfang hat die gerade so geleuchtet und jetzt ist, also die ist jetzt, ja, keine Ahnung, wie viel Prozent an, ist ja auch egal. Wollte ich nicht, euch nicht vorenthalten, also es scheint ja so, als wenn das Joule-Tief irgendwas anders macht mit der Batterie als das. Ne? Ja, warum das so ist und so, das muss ich auch noch erstmal rausklamüsern. Ich vermute mal schon, dass es halt an meiner Wicklung liegt. Vielleicht ist aber irgendwie eine Welle, die sich aufschaukelt oder ich weiß es auch nicht. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ja,